1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit Personen sprechen, die sich irgendwo angesteckt haben. Vielleicht mit einer sehr schweren und schlimmen Krankheit, Stichwort HIV, Stichwort Hepatitis C oder Stichwort Syphilis. Oder vielleicht auch mit einer vielleicht nicht so ganz schlimmen, aber doch sehr unangenehmen beispielsweise Geschlechtskrankheit. Oder vielleicht war jemand von euch im Ausland, in irgendeinem exotischen Land und hat sich etwas Schlimmes geholt, damals noch unwissentlich und hat große Probleme damit. Vielleicht hat sich auch jemand von euch mit HIV infiziert, bei einer Person, die wiederum wusste, dass sie HIV-positiv ist und ihr wusstet es nicht. Und so weiter. Ich würde gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Ich habe mich angesteckt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mailadresse domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Johannes und Johannes ist 24 Jahre. Guten Morgen, Johannes. Ja, guten Morgen. Ich rufe an, weil ich mich mit dem sogenannten humanen Papillomavirus irgendwie und irgendwann mal angesteckt habe. Was ist das? Das ist quasi der Virus, der bei Männern genitale Feigwarzen auslöst. Das ist, glaube ich, ganz unangenehm. Ja, also es ist insofern unangenehm, man sieht es nicht gerade toll aus, aber es ist bleibt schmerzfrei, nur es ist so, dass die vermehren sich. Ja, sag doch vielleicht mal vorab, wo hast du dich angesteckt? Das ist nämlich die Frage, also das weiß ich überhaupt nicht, also es ist offiziell so, also ich habe da viel recherchiert und habe gelesen, dass es eigentlich nur die Leute betrifft, die jetzt sehr promiskuitiv ist, also die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben, was bei mir nicht überhaupt nicht der Fall ist, weil ich habe nämlich eine Freundin schon seit 3 Jahren und ich habe keine Ahnung, wie ich das bekommen habe. Seit wann hast du diese Erkrankung? Es ist so, dass es letztes Jahr, also fing das an, so im Frühjahr, da habe ich die eine andere Feigwarze bekommen, bin dann auch zum Urologen gegangen, und der mir dann halt ein Mittelchen gegeben hat, also um das dann also selber zu behandeln. Genau an welche Stelle hast du es bekommen? Das ist also im Genitalbereich, also am Penis, also sprich am Penisschaft und an der Vorhaut. Mhm. Und sieht das aus wie so eine kleine Warze, wie man Warzen kennt? Ja, also wie auch die Warzen an der Hand. Also ich glaube, ist auch so dieser ähnliche Erreger, weil da gibt es auch verschiedene, die werden irgendwie durchnummeriert, HPV 9, 11, 13 und so weiter. Ja. Und die sehen also aus wie so kleine Knüppelchen. Ja, und das Doofe ist, die werden immer mehr. Und meistens ist so, also das ist eine der weit verbreitetsten Geschlechtskrankheiten. Und meistens so, man weiß nicht, dass man dieses Virus in sich hat. Ich unterbreche eben, Johannes. Ich bekomme hier gerade Besuch im Studio von meiner Redakteurin, die mir... Ist das ein Katrin, ist das ein Bild von Feigwarzen? Ja, das kann, ja. Ich kriege hier gerade, das ist wirklich heftig. Ich kriege hier gerade ein Foto. Die auch überwuchern und, ich kriege hier gerade ein Foto reingereicht von meiner Redakteurin. Ja. Dass ich euch zumuten möchte. Also wenn ihr nicht hart im Nehmen seid, dann guckt, sofern ihr Fernsehen guckt, jetzt mal kurz mal weg. Man kann offensichtlich Feigwarzen auch im Gesicht bekommen. So sieht es hier zumindest aus. Ich zeige es euch erstmal. Es ist das Bild einer etwas älteren Frau, die, einen wirklich äußerst schlimm aussehenden Geschwulst über dem Auge hängen hat, welches auch eine Feigwarze offensichtlich ist, so haben es meine Kollegen recherchiert im Hintergrund. Ja, also ja, über Feigwarze im Gesicht ist mir jetzt nicht bekannt gewesen, also ich habe mich halt nur da in diesem Bereich versucht schlau zu machen. Und das ist so. Wie groß sind sie denn bei dir mittlerweile? Die sind ja mittlerweile auch operativ entfernt worden mit dem Laser, nur die sind jetzt wieder aufgetreten. Also die kommen dann. Ja, wie groß waren klein, sie? Klein, also ich sag mal 1 bis 2 Millimeter im Durchmesser. Ja, immer so im Bereich Penis, Genitalbereich. Also und auch an der Vorhaut, ja. Nur es ist so, dass diese nämlich auch bei der Frau, also wenn man jetzt eine Frau damit ansteckt, auch Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Ach so. Habe ich gelesen. Also diese Sache ist hoch ansteckend. Wahrscheinlich. Ja, und es
Das heißt, du kannst mit deiner Freundin gar keinen Geschlechtsverkehr? Ja, aber so, ich habe gelesen, also soll den Pärchen irgendwie auch die Angst vom Sex genommen werden, weil solange man safer Sex betreibt, ist das auch an sich problemlos. Das heißt also, diese Krankheit kann nach deiner Information nur über den Genitalbereich übertragen werden, nicht beispielsweise durch Küssen? Nee, das nicht. Also das soll, glaube ich, durch diese Mikroverletzungen also übertragen werden, die beim Geschlechtsverkehr entstehen. Also du musst ja gut informiert sein, wenn du in einer Partnerschaft bist und diese Erkrankung hast, trägst du ja eine hohe Verantwortung, dass deine Freundin das nicht bekommt. Wenn deine Freundin dich an diesen Stellen anfasst und sie hat Hautkontakt, also Handhautkontakt mit deiner Haut gehabt, ist das noch harmlos? Ja, es ist so, also dass meine Freundin also keine offensichtliche Läsion bekommen hat. Also bei ihr sind keine Feigwarzen aufgetreten. Mhm. Nur wahrscheinlich ist es bei ihr so, dass ihr Immunsystem ein bisschen besser ist als bei mir, weil ich neige immer so zu Schnupfen und so weiter. Hat sie denn nicht Angst, auch mit dir überhaupt Sex zu haben? Ist sie nicht sehr verspannt? Nee, also sie ist hier natürlich jetzt nicht so informiert wie ich, aber klar, sie weiß auch, dass irgendwelche Krankheiten auslösen kann. Und natürlich muss ich jetzt auch wieder zum Hautarzt. Und vorher, als ich dann beim Urologen war und dann nochmal dahin gegangen, habe gesagt, so, ich habe mich jetzt schlau gemacht und hier und da. Und dann bin ich ein bisschen panisch geworden. Ja, aber du musst sie ja auch richtig einweisen. Denn es darf ja nicht sein, dass sie das heißt, du musst doch eigentlich beim Sex auch irgendwie nicht so frei und locker sein wie früher. Das stimmt. Weil klar, also jetzt sowieso nur noch mit Kondom, weil es ist so, nach der Operation war alles wieder in Ordnung. Und Stichwort Operation. Wie macht man das? Wird das weggeschnitten oder weggelasert? Ja, genau. Also bei mir wurde das weggelasert. Also ich wurde es wurde unter Vollnarkose gemacht. Mhm. Und das waren, ich glaube, weiß nicht, so 7, 8 oder 9 Stellen vielleicht sogar. Und das wurde dann so wirklich weggelasert. Aber das wächst dann wieder nach. Ja, und die waren dann weg, also dann das Ganze ist dann so verheilt und und dann auf einmal, also man hat dann gedacht, okay, das ist dann weg, wir können jetzt auch wieder ohne Kondom miteinander schlafen. Mhm. Und dann sind die nach ein paar Monaten dann wieder aufgetreten. Was sagen denn die Ärzte? Ist das eine Krankheit, die man irgendwie nie richtig in den Griff bekommt? Ja, also ich habe irgendwie, mit den Ärzten habe ich natürlich nicht so sehr viel gesprochen. Ich habe auch wirklich, war sehr enttäuscht, weil die mich nicht so sehr darüber aufgeklärt haben, wie ich. Na gut, aber du kannst ja mit deinem Hautarzt reden, der wird das ja wissen. Also ich war damals nach der Operation noch mal kurz beim Hautarzt, weil ich irgendwie die Vermutung hatte, ja, da könnten vielleicht noch welche entstehen. Er meinte, ja, das könnte auch was anderes sein. Da machen Sie sich nicht so viel Sorgen, wenn dann eine offensichtliche Feigwarze auftritt, dann kommen sie nochmal zu mir hin. Und das mache ich jetzt auch demnächst wieder. Also mache ich mal einen Termin. Also die Gefahr ist nicht gebannt, heißt das jetzt im Klartext. Kann man da medikamentös was machen? Kann man da Antibiotika geben oder Cortison? Ich weiß nicht. Als ich das erste Mal im Urologen war, der hat mir so ein Mittel verschrieben gegen, das hieß irgendwie Condilox. Und es hat anfänglich nicht sehr geholfen. Bei Nachtoperationen hat es mir wieder geholfen. Hm. Nur ich habe da irgendwas von neu, modernen Mitteln gelesen, ich weiß nicht, der Name war irgendwie Imiquimod, das habe ich auch meinem Hautarzt gesagt. Mhm. Und er meinte zu mir, ja, also manchmal ist das sehr zwiespältig, weil im Internet also tarnen sich dann Pharma, ja, da muss man vorsichtig sein. Unter Pseudoforen und sowas. Okay, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Infektion. Da würde ich ja nur an deiner Stelle schwer ins Grübeln kommen. Warst du deiner Freundin treu? Ja, das ist es ja gerade. Hundertprozentig, okay, du warst deiner Freundin treu. Ausschließen, dass ich irgendwie mit einer anderen geschlafen habe. Okay, da musst du ja irgendeine Spekulation haben, wo du dir das geholt hast. Aus der Luft kommt es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur gelesen, die Inkubationszeit, die kann irgendwie 8 bis 12 Monate dauern. Mhm. Und es ist so, viele Leute haben dieses Virus in sich, in der Haut. Und, also ich glaube nicht im Organismus selber, sondern nur in der Haut. Mhm. Und die wissen auch gar nicht, dass man hat, und es bei manchen berichtet es auch, bei manchen nicht. Also du glaubst, dass du dir das gar nicht irgendwo geholt hast, sondern dass das schon im Organismus ist, was ich gar nicht so glauben kann. Irgendwann muss ich es von irgendwann bekommen haben oder mich irgendwo angesteckt haben oder ich weiß es nicht. Kann man sich das denn beispielsweise auf einer öffentlichen Toilette auch holen? Ja, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich hatte mal gelesen, also es könnte irgendwie man kann sich das über infizierte Handtücher reinholen, aber dann wieder andere Quellen sagen, nein, das ist sehr unwahrscheinlich, und das weiß ich nicht. Also das ist auch wirklich so eine Art Tabu in der Gesellschaft.
Naja, ein Tabu vielleicht nicht so, aber man ist es nicht, es wird nicht viel darüber gesprochen und weil, ja, aber viele wissen das auch nicht. Ja, genau, da hast du völlig recht, hast du völlig recht. Vielleicht können wir das ja mal als Anlass hier nehmen, dass wir im Laufe der Sendung vielleicht noch mit jemandem sprechen zum Thema Feigwarzen, der darüber sehr sehr gut Bescheid weiß. Vielleicht für dich dann auch interessanter, noch einige Neuigkeiten zu bekommen. Das wäre sehr gut, deswegen rufe ich an. Genau. Dann würde ich einfach vorschlagen, Johannes, du verfolgst die Sendung weiter und ich frage einfach so rein in die Nacht, wenn von euch jemand gut Bescheid weiß über die Thematik Feigwarzen, dann meldet euch bei uns. 0800 220 5050. Du bleibst vor dem Fernseher oder beim Radio und verfolgst uns weiter und vielleicht kommt was dabei rum für dich. Ich bedanke mich. Lieber Johannes, alles Gute. Deine Sendung ist sehr gut, ja? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, ihr Lieben, ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Krankheiten, die ihr euch irgendwie irgendwo geholt habt. Schlimme Krankheiten vielleicht, HIV, Hepatitis, Syphilis oder vielleicht auch sehr unangenehme Krankheiten, die vielleicht unter Umständen nicht lebensbedrohlich sind. Stichwort Feigwarzen gerade oder es gibt ja eine Anzahl von wirklich sehr ekligen und unangenehmen Geschlechtskrankheiten oder vielleicht auch Krankheiten, die ihr euch im Ausland in exotischen Ländern geholt habt. 0800 220 50 50. Hier ist Rainer und Rainer ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Rainer. Ja. Was ist es bei dir? Ich habe keine Infektion mehr, aber ich habe mich mal vor etwa 10, 12 Jahren mit Syphilis angesteckt und da ich das Thema heute zufällig hörte bei dir, dachte ich, rufe ich einfach mal an. Ja, also das finde ich sehr interessant, dass du anrufst, weil Syphilis ist ein großes, großes Thema wieder in Deutschland. Ja. Nachdem man schon glaubte, die Krankheit sei ausgerottet. Aber in den letzten Jahren sind die Infektionsraten immer mehr ansteigend. Ja, ich folge das auch so in den Medien. Ja, erschreckend. Und viele wissen gar nicht um diese Krankheit und viele Mediziner auch so in der mittleren Generation können es gar nicht direkt identifizieren als solche Krankheit. Wie hast du es dir geholt, weißt du es? Also genau weiß ich es nicht. Ich vermute es mal von einem meiner Ex-Freunde. Ja. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich könnte mich eben so gut auf einer Toilette irgendwo infiziert haben, das weiß ich aber alles nicht. Auf jeden Fall hatte ich es und als es von meinem Hautarzt festgestellt wurde... Wie trat es in Erscheinung? Also ich hatte am ganzen Körper irgendwie so Pusteln, die einerseits juckten, ich kratzte mich, bis sie anfangen zu suppen, und gleichzeitig taten sie aber auch weh, also wie Geschwüre. Und auch im Gesicht. Und da ich im Krankenhaus gearbeitet habe, ich bin Krankenpfleger, bin ich dann zu meinem Hautarzt gegangen und der hat dann eine Biopsie gemacht, eine kleine. Ja, ja. Und im ersten Moment könnte man sich ja denken, das sind so Quaddeln, vielleicht eine Allergie oder so. Ne? Ja, genau, das habe ich auch erst gedacht. Ja. Genau, das habe ich auch erst gedacht. Und dann hat er das eingeschickt und mich am nächsten Tag sofort angerufen und gemeint, ich müsste sofort zu ihm in die Praxis kommen, da ich auch schon im zweiten Stadium war. Also es wird ja in drei Stadien eingeteilt, die Syphilis. Mhm. Und das dritte ist dann halt, da kann man es dann auch nicht mehr heilen und dann kann es übergehen zu einer Neurolues. Bitte? Zu was kann sie übergehen? Zu einer Neurolues. Das ist was? Das auf die Nerven geht und nicht nur auf die Nerven so der Muskulaturen und so weiter, sondern auch aufs Gehirn. Man könnte dann später irgendwann verblöden, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja, und daran auch sterben. Ja. Und ja, einer der ganz berühmten, der genau so einen Krankheitsverlauf hatte, war Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph. Aha, das ist mir zum Beispiel unbekannt. Ja. Ja. So, das war natürlich eine Diagnose vor 10 Jahren, die einen geschockt hat, ne? Die dich wahrscheinlich sehr geschockt hat. Ja, auf jeden Fall. Zumal ich mit so etwas nicht gerechnet hatte. Ich glaubte mich in einer festen Beziehung. Ja. Und jetzt, ehe du es weitererzählst, sonst vergesse ich es. Ich wollte dich gerade nur fragen, die Übertragungswege, die sind nicht nur durch Geschlechtsverkehr möglich, ne? Oder? Nein, die sind nicht nur durch Geschlechtsverkehr. Soweit mir jedenfalls bekannt, nicht nur durch Geschlechtsverkehr. Sondern, wie kann man sich das holen? Na, auch durch Küssen oder durch verunreinigte Toiletten zum Beispiel. Ja. Also jedenfalls habe ich das mir so sagen lassen. Und ich muss dazu sagen, ich bin zwar Krankenpfleger, aber ich war immer in der Psychiatrie tätig. Also ich habe in allgemeine Krankenpflege nicht ganz so viel Ahnung, muss ich gestehen. So, also nun war es diagnostiziert. Der Schock saß tief bei dir. Was macht man dann? Na, wie gesagt, ich bin zu meinem Hautarzt hin. Nee, was ich gleich zum Hautarzt.
und nicht erst zum Hausarzt, sondern gleich zum Hautarzt. Ja, ja. Ich meine, als die Diagnose feststand, was hat man dann gemacht? Naja, ich habe dann alle zwei Tage Penicillin gespritzt gekriegt, intramuskulär. Und das waren wirklich, wenn man das, wenn ich das mal so sagen darf, das waren echt Pferdespritzen. Ja. Das waren riesengroße Teile, jedenfalls vor 12 Jahren. Und die haben wirklich wehgetan. Ich habe das dann gerade noch bis nach Hause geschafft. Ich hatte vorher schon alles um mein Bett drapiert, Zigaretten zu trinken, damit ich nicht so viel aufstehen musste, weil es war wirklich wie ein riesen Muskelkater. Also als wenn ich irgendwie 12 Runden im Boxring gestanden hätte. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Wie lange hat diese Behandlung gedauert? Etwa anderthalb, knapp 2 Wochen. Ja, und war es damit dann erledigt, das Ganze? Damit war es dann wirklich erledigt und ich bin seitdem geheilt. Aber der Lewis-Erreger ist natürlich nachweisbar und ich darf kein Blut mehr spenden und irgendwann später auch keine, also überhaupt keine Organe, falls mal das nötig sein sollte, wenn ich sterbe oder so. Ist man, wenn man das einmal gehabt hat, ist man resistent dagegen? Nein, resistent ist man nicht. Ist man nicht? Nein, man kann sich das immer wiederholen. Das heißt, das könnte, du kannst es nicht wiederholen. Also, weil ja die Erreger auch mutieren. Ja. Das heißt, du hast Glück gehabt, dass du damals direkt gut untersucht wurdest. Ja. Es gibt sicher Fälle von Syphilis, wo die Leute über Wochen, Monate oder Jahre falsch behandelt werden. Ja. Auf irgendwelche Hautkrankheiten oder weiß ich was. Ja, genau. Und es dann irgendwann ja bitter endet, ne, das Ganze. Ja, ja. Dazu kommt vielleicht aber auch, dass ich recht offen lebe. Das heißt, ich lebe schon immer schwul offen. Meine Kollegen wussten das, alle in meiner Familie wusste das auch. Also ich bin mit meinem Schwulsein auch immer recht offen umgegangen. Und ja, und deswegen habe ich auch weniger Bedenken gehabt, mich dem Arzt dann zu öffnen oder so. Ja, ja, ja. Viele trauen sich ja nicht, weil sie sich schämen oder was weiß ich, welche Befürchtungen haben. Also sicher ist der geschützte Geschlechtsverkehr auch für diese Krankheit ein guter Schutz, aber ein nicht rundrum Schutz, muss man sagen. Ne? Ja, in dem Falle wohl schon. Das muss man aber sagen. Auf jeden Fall sollte, also wenn ich das überall lese, auch in den verschiedenen Chatforen, Baerbock und sowas, da kann ich mich wirklich nur an den Kopf fassen. Ja, du erklärst uns, was Baerbock ist? Na, ohne Kondom Sex zu haben. Ja, das ist so eine Unart in der schwulen Szene. Ja, ja, ja. Um sich so ein Nervenkitzel. Da gibt es auch in der Heteroszene, also Heteroszene im weitesten Sinne, wenn die Männer in den Puff gehen und die wollen bei den Damen. Du hast völlig recht, ohne, ja, du hast völlig recht, ja. Ohne Kondom. Das ist auch so eine Unart. Ja. Erklär mal diese, es gibt ja richtige Bär, wie heißt das, Baerbock oder was? Ja, Baerbock. Baerbock-Partys, ne? Ja, genau. Das heißt, da treffen sich dann Männer, die sowohl HIV-positiv sind als auch negativ. Sein könnten auf jeden Fall. Sein könnten. Ja. Niemand spricht aber darüber. Und es wird nur ohne Gummis Geschlechtsverkehr ausgeübt. Ja. Ja, das ist unfassbar. Ich bin wirklich entsetzt darüber. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, also gerade auch durch HIV verloren. Wirklich gute Freunde. Erklär es mir, wenn du so aus dieser Szene kommst und die Szene gut kennst. Warum machen die Jungs? Ich kenne die Szene nicht so gut. Aber du kannst es vielleicht mal erklären. Warum machen die Jungs das? Warum? Angeblich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich finde Sex mit Kondomen genauso toll. Weil angeblich der Kick, irgendein besonderer Kick soll da vorhanden sein, den ich nicht nachvollziehen kann. Es ist ja wie russisches Roulette. Ja. Ne? Also wenn ich gezielt dahin gehe, wo Leute HIV-positiv auftauchen und dann mit denen auch noch Sex ohne Kondome habe, das ist doch wirklich Wahnsinn. Ja, das ist völlig Wahnsinn. Und wie ich das mal zu sagen pflege, einfach, das sind hirnlose Idioten. Hast du den Eindruck, dass das zunimmt, dass die Leute das Risiko suchen? Ich habe das, also hier in Berlin, ich bin ja in Berlin und ich denke, hier in Berlin ist es wirklich exorbitant. Wahnsinn. Wirklich, das, es ist ganz schlimm. Also es gibt ja auch nicht nur diese privaten Partys, es gibt es die auch in den verschiedenen Läden hier, in den sogenannten Darkrooms und weiß der Geier wo überall. Das ist natürlich ein Hohn für die gute Arbeit der AIDS-Hilfen in ganz Deutschland, wenn so etwas gemacht wird. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für den Anruf, Rainer, und bleib gesund. Ja, danke schön. Und dir viel Spaß und Dankeschön. Tolle Sendung, wie immer. Danke, vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben. Hier ist Silvia. Silvia ist 30 Jahre alt. Hallo, Silvia. Genau, hallo. Ich habe mich angesteckt. Genau. Was ist es bei dir? Bei mir ist es Borreliose. Oh, das ist diese böse Zeckenerkrankung. Richtig, genau. Also ich habe mich ungefähr vor 9 Jahren angestellt. Ich habe zwar mit Zecken gearbeitet im Parasitologischen Institut. Ach, was bist du vom Beruf? Ich bin Tierärztin mittlerweile. Tierärztin. Aber ich habe vor dem Studium dann in dem
Parasitologischen Institut gearbeitet und diese Zecken dann gesammelt und war dann für die Zucht halt sozusagen zuständig. Und dabei ist es passiert? Und ich glaube, dabei ist es passiert. Ich bin mir sicher, eine Nymphe habe ich dann in meiner Hand gehabt, das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass ich verschiedene Zecken dann auch auf der Haut hatte, wo ich dann halt durch den Wald gelaufen bin. Ganz normal. Aber wenn du mit der Materie auch damals schon relativ vertraut warst, dann musstest du doch auch wissen, welche Gefahr da drin steckt. Oder wusste man das damals noch nicht so wie heute? Also vor den 9 Jahren muss ich ehrlich sagen, ich wusste, dass die 2 Krankheiten übertragen. Also jetzt mindestens, FSME. Aber ich war mir ehrlich gesagt nicht so, das war mir nicht so bewusst, was es jetzt für ein Ausmaß haben kann. Das ist ja ein bisschen kompliziert bei den Zecken. Ja. Da gibt es die Borreliose, die du hast, und dann gibt es diese andere Erkrankung, FSM heißt das, glaube ich, ne? Ja, Frühsommer-Meningitis. Genau. Welches ist die schlimmere Variante? Kann man das sagen? Ich weiß nicht, welche die schlimmere ist. Also ich weiß, dass die Borreliose, wenn man die jetzt nicht sofort behandelt, dann hat die Spätfolgen, die ich auch jetzt habe. Ja. Bei der anderen ist es dann, nach meiner Meinung, weiß ich jetzt nicht, aber das ist, weiß ich, bei Kleinkindern, aber oder diese Hirnhautentzündung ist dann gefährlich. Gegen welche kann man sich impfen? Gegen welche Form des Zeckenbisses? Gegen Borreliose kann man sich nicht impfen. Gegen die andere? Gegen die andere, ja. So, jetzt hast du jetzt hast du dir vor 9 Jahren das geholt, ein Zeckenbiss. Genau. Wann hast du es überhaupt gemerkt oder wann wurde diagnostiziert, dass eine Zecke dahinter steckt? Nach wie vielen Jahren? Das ist eine sehr schöne Frage, aber ich habe, als ich diesen roten Fleck dann entdeckt habe, dann bin ich dann zum Arzt und zur Ärztin, die hat mir dann gesagt, ja, es könnte dann Borreliose sein und hat mir dann Antibiotika gegeben für 7 Tage. Aber das war doch eine schnelle Reaktion dann. Ja, relativ. Sie hat, ja, okay. War die 7-Tage-Dosis zu gering oder wie? Genau. Also. Heute weiß man, dass die Antibiose mindestens 3 Wochen dauern muss. Verstehe. Und dann auch hochdosiert. Das heißt, das war gar nichts, das, was du da bekommen hast. Das war gar nichts. Du hast es eingenommen und hast gedacht, nur ist es gut. Genau. Und wie lange ging es dann auch gut? Das ging ja ein paar Jahre schon. Ein paar Jahre, hast du gar nichts gemerkt? Genau, also ich habe immer wieder Probleme mit meinem rechten Knie, das angeschwollen wurde immer. Ja. Und war der Biss war aber nicht da einst gewesen am Knie? Nein. Nee, das war auf dem anderen Bein. Ja. Das ist aber egal. Ja. Ja, nee, ich meine, das ist ja so heimtückisch. Es entsteht ein somatischer Vorgang, also ein geschwollenes Knie. Ja. Ohne dass man dann im ersten Moment direkt an den Zeckenbiss denkt. Genau, richtig, das stimmt, das stimmt. Also ich bin zum Beispiel vom Bett aufgestanden und das Knie war angeschwollen. Ja. Und ich habe das damit dann nicht verbunden. Ja. Wie lange hat es dann wiederum gedauert, bis man kapiert hat, das hängt damit noch zusammen, vor vielen Jahren gab es einen Zeckenbiss? Ich komme jetzt mit den ganzen Jahren und Monaten da nicht so klar, aber ich sage jetzt, 1,5 Jahre bestimmt. Also ich war beim Orthopäden 9 Monate, das weiß ich noch. Und ich habe immer wieder gesagt, es schmerzt, es hat geschmerzt, dann die Schwellung ist dann weggegangen und das schmerzte dann die ganzen 9 Monate. Und ich habe immer gefragt, ja, was können wir denn jetzt machen? Und er wusste gar nichts. Und irgendwann hat mein Mitbewohner, auch Tiermedizin studiert hat, hat dann gemeint, ja, was meinst du, könnte das dann irgendwie mit Borreliose zusammenhängen. Mhm. Und ich meinte, ach so, ja, stimmt, ich hatte ja mal Zeckenbiss. Da fiel es dir ein. Und das lag eben schon so viele Jahre zurück. Genau. Mhm. Und dann hat der Orthopäde dann auch Tests gemacht. Mhm. Und mit diesen Tests ist es dann sehr problematisch. Ein Test sagt dir in demselben Moment, dass da Antikörper sind, diese spezifischen Antikörper, und ein anderer Test sagt dir, da ist überhaupt gar nichts. Also es ist kompliziert im Nachhinein, das herauszukriegen, aber aber irgendwann kriegt man es dann raus. Und also heute weißt du definitiv, dass es so ist. Heute weiß ich das definitiv und heute weiß das auch definitiv mein Spezialist. Ja. Wenn ich mit diesen Ergebnissen zu einem anderen Arzt gehe, der auch irgendwas entscheiden möchte, dann sagt er mir, das ist aber gar nicht wahr, diese spezifischen Antikörper sind gar nicht auf der Liste ja. und das ist keine spezifische Reaktion für Borreliose.
Ich merke schon, das ist wirklich eine sehr komplizierte Geschichte, ja, die uns alle treffen kann, wirklich alle. Weil ja, genau. Dieser Zeckenbefall nimmt ja immer mehr zu, ja, und genau, zieht von Süddeutschland hoch, wirklich fast bis ja, nach Norddeutschland. Richtig, und genau, auf jeder Wiese, auf der man irgendwie geht, genau, oder sich hinlegt, kann man das bekommen. Ja, genau. Das muss genau, man wirklich immer wieder den Leuten sagen, und ich muss es mir auch ein, weil ich von früher kennt man das ja gar nicht. Als Kind, ja, habe ich auf Wiesen gespielt, im Wald, habe nie eine Zecke gehabt. Ja, welche, ja. Wie geht es dir gesundheitlich heute? Heute habe ich chronisches Schmerzsyndrom im ganzen Körper. Oh. Mhm. Das bedeutet, ich muss viele Antibiotika, ich muss Schmerzmittel einnehmen, ja, und unter anderem auch hochdosierte Opioide. Oh. Das bedeutet dann für mich, dass ich also ungefähr 6 Stunden am Tag zur Verfügung habe, wo ich dann ganz normal, also in Anführungsstrichen, dann funktionieren kann. Achso, und der Rest des Tages ist dann mit den Beschwerden so belastet, dass du gar nicht arbeiten könntest, oder? Ja, eigentlich ja. Ja, ich möchte das halt nicht so wahrhaben, dass ich gar nicht arbeiten kann. Ich möchte das schon probieren oder irgendwie, ich möchte nicht, dass ich das halt so richtig weiß. Ich bin ganz anders, ja, verstehe, weil... Aber auf jeden Fall musst du sehr viele Medikamente täglich nehmen. Genau. Um einigermaßen über die Runden zu kommen. Das du stimmt. Du bist erst 30 Jahre alt. Genau. Wie lange hält ein Körper das aus? Wie lange kann man das machen? Was meinst du, wie lange das... musst du damit rechnen, dass deine Lebenserwartung sogar viel kürzer ist als im normalen Verlauf aufgrund dieser Erkrankung? Das ist mir noch nie eingefallen. Nein, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich, wenn es geht, dass ich mit den Schmerzen und Schmerzmitteln so lange lebe wie ein normaler Mensch, dann... Aber ist es definitiv so, dass du dein Leben lang diese Schmerzmittel wirst nehmen müssen? Oder gibt es die Hoffnung, dass sich das irgendwie nochmal reguliert? Die Hoffnung habe ich. Nur es hat mir noch keine Arzt gesagt, dass das irgendwie wieder normal sein wird. Ich frage meinen Arzt, meinen Anästhesisten dann immer wieder, der sich für Schmerztherapie dann hat, eine Ausbildung. Der sagt, ja klar wird das mal anders. Tja. Und ich frage, ja wie denn? Und da weiß er nicht, was er dazu sagen soll. Er ist sehr optimistisch und ich gehe sehr gerne zu ihm, aber ich habe diese Antwort noch nie beantwortet gekriegt. Also nehmen wir vielleicht nochmal dein Gespräch und deinen Anruf als Gelegenheit nochmal, vielleicht auch so ein bisschen nochmal zu informieren und aufzuklären, wenn man sich so ein Biest irgendwo geholt hat und sieht, dass, wie das auf der Haut sich festgebissen hat. Ja. Was macht man dann? Man zupft's raus, ne? Ja. Genau. So, glaube ich, habe ich gehört, dass man da soll keine Pinzette nehmen, dass man nicht die Innereien des Tieres in die Blutbahn drückt, sondern man muss es vorsichtig rausziehen. Genau, vorsichtig rausziehen. Mhm. Ich würde auch ein bisschen wackeln. Das ist egal, in welche Richtung. Ja. Auf jeden Fall mag es diese Zecke nicht, wenn an ihr gewackelt wird. Ja. Also man dreht es so ein bisschen in eine Richtung. Ich ziehe das so wie eine Schraube raus. Ja. So ganz leicht, ja. Und auf jeden Fall sollte man ja, wenn man vorsichtshalber, auf jeden Fall zum Arzt gehen und dem Arzt das mal erzählen. Vielleicht, dass man dann doch noch was medikamentös unternimmt. Ja, es ist auch problematisch, weil wenn... Man kann das erst frühestens 3 Wochen oder 4 Wochen nach dem Zeckenbiss nachweisen, dass sich Antikörper gebildet haben. Ja, wenn man dann Angst hat, wenn sich das Plätzchen dann gerötet hat. Ja. Es errötet sich sowieso, weil das Blut zieht, die Zecke. Ja. Aber danach, wenn das gerötet bleibt, wenn sich dieser Kreis noch auch irgendwie vergrößert und dann in der Mitte dann sich hell wird, dann ist es definitiv dieses erste Symptom. Ja. Oder wenn man Grippesymptome dann kriegt. Genau, wenn man Grippesymptome bekommt. Genau. Kannst du ganz unbefangen noch in die Natur gehen oder bist du panisch und packst dich dick ein, wenn du rausgehst? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, ich laufe am liebsten in weißen Klamotten draußen, also weiße Hose, weiße Socken, so dass ich das sofort sehen kann. Ah ja, das ist ein guter Trick. Das sieht man sofort. Die sind schwarz, ne, die Dinger. Genau, aber man muss noch aufpassen, die haben 3 Stadien oder 4 mit Ei. Und diese ersten, also die Larve und die Nymphe, die sind so klein, dass man die eigentlich nicht sieht. Und die sind auch noch hautfarben, ja, und die übertragen das genauso. Also.
Also ist es schon sehr heimtückisch. Ja. Mhm. Aber ich glaube, der beste Schutz ist einfach, dass man eine lange Hose anhat. Richtig. Dass man möglichst auch vielleicht ein langes Hemdsärmel hat. Ja, wenn man auf der Wiese liegt, ja. Ja, und dass man einfach ein bisschen aufpasst und nicht so sich überall rumräkelt und auf jeden Fall. So wie man das vielleicht früher so ganz, ganz unbefangen tun konnte. Auf jeden Fall, ja. Panisch bin ich nicht, aber ich weiß, ich habe das schon. Aber ja, ich bin normal früher ganz normal über die Berge gelaufen und ja. das ist das, was mir heute sehr fehlt. Ja, das glaube ich. Und das möchte ich auch irgendwann mal wieder machen, aber ich wünsche es dir von Herzen, Silvia, dass das klappt irgendwann. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch, dass ich weiß nicht, wie der Krankheitsverlauf ist, dass er für dich positiv geht und dass du weniger Schmerzmittel wirst nehmen müssen. Danke. Danke für den Anruf und danke auch für die Informationen und alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Dir auch. Tschüss. So, jetzt habe ich Sabine hier. Sabine ist 80 Jahre. Guten Morgen, Sabine. Hallo, Domian. Hallo, Sabine. Ich rufe an, weil ich mich in den 70er Jahren mit Hepatitis C angesteckt habe. Das ist auch sehr... Und dass es leider erst letztes Jahr entdeckt wurde, dass niemand, kein Arzt, kein Krankenhaus nachgeforscht hat und keine virologische Untersuchung gemacht hat. Obwohl ich immer erhöhte Leberwerte hatte. Das war das Symptom oder die Symptome waren das, die erhöhten Leberwerte. Oder gab es sonst auch noch Beschwerden? Ja, die erhöhten Leberwerte hätten die Ärzte darauf aufmerksam machen müssen, dass mit meiner Leber was nicht stimmt. Ja. Und die Hepatitis C ist ja so, dass die Leber in eine Leberzirrhose und zum Schluss in eine Krebserkrankung umschwenkt. Enden kann, ja. Nicht? Und, dadurch bin ich, also ich bin richtig sauer, dass niemand, ich habe 88 schon erhöhte Leberwerte gehabt. Mhm. Und kein Arzt, keine Ärztin ist bis letztes Jahr drauf gekommen, diese virologische Untersuchung zu machen, denn nur dadurch kann man das feststellen. Hätte man dir denn, ich weiß ja, dass Hepatitis C eine sehr, sehr schwere Erkrankung ist, sehr vergleichbar mit HIV, hätte man dir denn helfen können, wenn man es vorher gewusst hätte? Man hätte mir bis 60 helfen können, denn da gibt's ja Interferon, aber das kann man nur bis zum 60. Lebensjahr, man kann es auch ein, zwei Jahre länger, je nachdem wie der Gesundheits- und der Zustand. Also ein Medikament ist das, ne? Ja, Interferon ist ein Medikament. Und das kann man nur bis zum 60. Kann man heute nicht mehr machen, nein. Ah, wow. Ich kenne inzwischen zwei weitere Leute, die auch irgendwann durch Bluttransfusion und so vor den 80ern, also in den 70er, 60ern oder so angesteckt wurden. Ja. Und die auch ganz spät das erfahren haben, weil die Ärzte nicht drauf gekommen sind, dann eine virologische Untersuchung zu machen. Und das würde ich jedem raten, der erhöhte Leberwerte hat. Ja, ein guter Hinweis. Weißt du, kannst du es rekonstruieren, wo du dich angesteckt hast? Ich vermute es, dass es in einer Praxis war. Ich kann es aber nicht beweisen. Es ist nur eine Vermutung und mit Vermutung muss man ja vorsichtig sein. Ja, was meinst du in einer Praxis? Mit einer verunreinigten Nadel? Ja, weil ich da mal eine Zeit lang ziemlich längere Zeit für mehr habe ich zweimal in der Woche eine Vitamin B12-Spritze gekriegt. Und damals gab es noch keine Einmalspritzen. Verstehe. Da wurde das ja noch alles sterilisiert und es kann ja sein, dass, weil ich auch wieder, ich hatte ja auch Hepatitis B, die habe ich auch gehabt und die habe ich auch sein können, weil die Hepatitis C, das ist ein Wandelvirus, wenn das Immunsystem diesen Virus erkennt und ihn bekämpft, dann wandelt er sich. Mhm. Und deswegen ist es nicht möglich oder ganz selten möglich, den mit dem eigenen Immunsystem so zu bekämpfen, dass er ausgeheilt wird. Wie sieht deine Leber zurzeit aus? Ja, die hat eine Zirrhose, die also schon sehr hart ist. Ich habe sie so noch gesehen und die ist spitz unten und ist hart und ist eben nur noch teilweise in der Lage, also zu verdauen. Und deswegen kann ich auch keine Medikamente nehmen, weil die ja alle über die Leber abgebaut werden. Das heißt im Klartext, man kann gar nichts machen. Man kann nichts machen. Du musst dich dem Schicksal jetzt fügen. Ja, genau. Und das hätte man alles verhindern können, wenn man dich ordentlich untersucht hätte. Ja, wenn man mich früh genug untersucht hätte, vor 25 Jahren,
also 1980, sagen wir mal. Mhm. Aber was noch schlimmer ist, dadurch, dass ich das ja nicht wusste, konnte ich ja vielleicht auch jetzt Menschen angesteckt haben. Stimmt. Und ich habe die, die ich kenne und mit denen ich viel umging, die habe ich alle verständigt und habe sie gebeten, eine virologische Untersuchung zu machen. Haben die es gemacht? Ja, die haben es gemacht. Ist es gut gegangen bei allen? Ja, bisher ja. Na Gott sei Dank. Ja. Wie ist es denn? Aber die anderen, wo ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern kann. Natürlich. Und es wird über Blut angesteckt. Also mal, ich weiß das nicht mehr, was ich in den letzten 30 Jahren, wem ich da mal die Hand gab und da vielleicht eine Wunde hatte oder so. Also ich weiß es nicht. Über Blut, über Geschlechtsverkehr? Nein, nur über Blut. Gut, ja, das ist, man kann es sich holen wie bei HIV. Nein, bei Geschlechtsverkehr nicht. Na, da über bin die, ich anders nein, über mir. Die Schleimhäute nicht. Wenn, also, wenn der Blut fließt, auch. Wenn Blut fließt, wenn, ja hauchdünne, das ne, wenn hauchdünne Risse sind, das ist ja bei HIV genau. Ja, es muss aber dann Blut genau, fließen. Ganz genau, ja, natürlich, ja. Naja. Wie ist es denn, im Moment hast du starke Schmerzen und Beschwerden? Also starke Schmerzen habe ich nicht, die Leber selber tut nicht weh, aber sie drückt, weil sie hart ist, auf andere Körperstellen. Und was ganz schlimm ist, dass man ständig, weil die Leber ja nicht mehr richtig abbauen kann oder langsamer abbaut, dass man ständig Blähungen hat. Und diese Blähungen, die drücken dann die Lunge zusammen, die drücken aufs Herz, auf den Darm und so. Und diese Mittel, die ich da brauche, die werden nicht mehr verschrieben, die bezahlt die Kasse nicht mehr. Ja, das kommt die auch muss man dazu. Selber bezahlen, obwohl es eine Folge ist dieser Hepatitis C. Und das ärgert mich auch. Das glaube ich, das kann ich sehr gut verstehen. Und was mich zum Anrufen gebracht hat, das war ein Ausspruch eines anderen Arztes, ich wurde überwiesen woanders hin. Und man muss ja immer gleich sich outen, auch beim Zahnarzt und überall, weil man ja, das ist ja eine meldepflichtige Krankheit, die ja namentlich gemeldet wird. Und da hat der zu mir gesagt, ach, Sie sind jetzt 80, also Ihre Lebenserwartung ist durch die Hepatitis C nicht sonderlich verschlechtert worden. Ein perfider Satz. Da war ich so wütend. Ja, zu Recht auch. Zu und Recht. Das war der Grund, warum ich anrufe. Ja, ja. Dieser also wirklich, das ist ein eingebildeter Affe, da studieren sie auf andere Leute Kosten und dann diese Aussprüche. Ja, es ist respektlos. Ich habe dann nur gesagt, ja, und meine Leberzirrhose, ja, die irgendwann muss man ja sterben. Also richtiger, arroganter Affe. Ja, also ich fand sehr wichtig und interessant in deinem Anruf, dass du gesagt hast, dass wenn man so eine Vermutung eventuell hat, dass man sich virologisch untersuchen lassen soll. Ja. Das ist ganz wichtig. Das finde ich eine gute Information und freue mich sehr, dass du durchgekommen bist und das hast auch sagen können. Denn das wissen auch viele Leute nicht und jede Information ist wichtig, die man irgendwie in diesem Bereich so speichert. Ja, und die Ärzte kommen nicht zugange. Viele kommen gar nicht auf die Idee. Ganz genau. Liebe Sabine, ich freue mich, dass du da warst bei mir in der Sendung. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm mit der Leber. Nicht noch. Ja, gut. Ja. Da kann man sowieso nichts mehr machen. Dennoch wünsche ich alles Gute. Tschüss. Tschüss, Sabine. Das war Sabine, 80 Jahre alt. Und hier ist Hans-Peter, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hans-Peter. Mit was hast du dich angesteckt? Mit HIV. Mit HIV. Aber eher unwissentlich. Unwissentlich? Ja. Wann? Ja, das sind jetzt 7 Jahre ungefähr. Ja, erzähl mal. Tja, ich habe in der damaligen Zeit, also bin ich recht jung geoutet und ich habe auch meine große Liebe kennengelernt. Und mir ist dann irgendwann ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, was ich psychisch krank wurde. Ja. So, und halt, dass ich zu dieser Zeit wohl auch noch HIV-mäßig gesund war und der Partner, weil wir uns regelmäßig haben untersuchen lassen. Ja. Und bedingt durch diese vielen Psychiatrieaufenthalte, die ich genossen habe, hat mein Partner mich mehrfach betrogen. Ja. In dieser Zeit musste er sich wohl angesteckt haben. Mhm. Hat mir aber jedoch nie was davon erzählt. Hat dir auch nicht erzählt, dass er fremdgegangen ist? Nee, gar nichts. Mhm. Du bist davon ausgegangen, er war treu. Ja. Und dann muss man auch keinen geschützten Geschlechtsverkehr haben, wenn man davon ausgeht, dass der und dem Partner glaubt. Ja, sollte man so anmeinen. So sollte man es meinen, ja. So. Naja, dann hat sich das irgendwie ergeben, was ich wohl eine OP bevorstand und weil ich so eine komische Blutgruppe habe, danach bin ich vorhin auch in der Redaktion wohl gefragt worden, welche Blutgruppe, aber da ich ein Umzugschaos hier herrscht, hätte ich auch keine Antwort geben können. Mhm. Naja, dann habe ich mich untersuchen lassen, da war alles noch soweit in Ordnung. Ja. Und dann irgendwann mal habe ich was mit denen nochmal gehabt.
Mit deinem Freund? Mit dem Partner, ja. Mhm, mit dem Partner. Mhm. Naja, dann ist das Schicksal halt seinen Lauf gegangen. Ich habe ihm, wie gesagt, vertraut. Wie lange hat es denn von diesem letzten Geschlechtsverkehr mit ihm gedauert, bis du es dann wusstest, dass du HIV bist? HIV-positiv. Zwei Jahre. Wusstest du da schon, dass was herausgekommen, dass er HIV-positiv ist? Nein. Das nicht. So, jetzt ist es. Hast du so einen Routinetest gemacht oder wie ist es an den Tag? Nee, durch die komische Blutgruppe, die ich halt habe, ja? Wollte ich Eigenblut spenden und habe mir die innere Eingabe gesagt, lass dich untersuchen. Verstehe. Und da kam das schlimme Urteil, sie sind HIV-positiv. Ja. Und du hast gesagt, das kann nicht sein. Ja, logisch. Das kommt einem im Moment so vor, ja. So, und dann dauert es doch bestimmt eine ganze Weile, bis du das so kombiniert hast. Wo sind die Ursachen? Wer kann es gewesen sein, oder? Ich meine, gut, wir hatten eine lose Beziehung irgendwann zum Schluss oder so, ne? Mhm. Nur eben, weil ich selber aus dem Pflegebereich kam. Mhm. Bei mir wäre ohne Gummi nichts drin gewesen. Mhm. Hätte ich mir auch anderweitig nicht zuhören können. Also blieben wir eher. So, dann hast du ihn irgendwann angesprochen. Also ich habe mich damals dann aus dem Krankenhaus entlassen lassen. Ja. Und er war dann zu Hause, nichts an, habe ich ihn zur Rede stellen wollen und ist dann hier zu Hause eskaliert. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, ich kann die Sachen packen und sich besser verpissen aus meinem Leben. Was heißt eskaliert? Hat er dann gesagt, ja? Du bist es ja auch selber schuld. Du hast die Sexualität ja auch verwehrt. So, jetzt ist eine ganz wichtige Frage. Als er mit dir ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, ja, wusste er da schon, dass er HIV-positiv ist? Ja. Da wusste er es auch schon? Er wusste es. Und hat es dir nicht gesagt? Nein, er wollte mich nie belasten aufgrund meiner kranken Psyche. Er wollte dich nicht belasten, aber er wollte dich anstecken. Scheinbar. Ja, so muss man es doch sagen. Ich trage doch, wenn ich HIV-positiv bin, eine hohe Verantwortung, dass ich die Krankheit nicht weitergebe. Ja, für mich wäre es so. Ja, ich würde Verantwortung tragen. Ja. Aber ich bin emotional so zerstört worden, was ich der Meinung bin, heute keiner an mir ranzulassen. Ja, das heißt, ich muss mir das nochmal vor Augen halten, der hat bewusst in Kauf genommen, dass du auch HIV-positiv wirst. Ja. Aufgrund, das ist ja unfassbar. Ich glaube, da kann man doch jemanden anzeigen, wenn man das nachweisen kann. Tja, aber ich meine, halt, ja, wenn man schwul lebt, ist es ein Kapitelchen für sich, weißt du, man kann das nicht so hundertprozentig nachprüfen. Das ist das Problem, ja. Aber wenn könnte man das nachweisen, glaube ich, ist das, ich weiß nicht, wie es geahndet wird, als Totschlag oder versucht da, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich will es ja keine Begriffe in die Welt setzen. Mord auf Raten, nennt sich das. Ja, genau. So, jetzt hast du 7 Jahre bist du positiv. Wie geht es dir? Gesundheitlich, bis auf die Psyche, bis auf meine Angstzustände, ist soweit ganz gut. Das heißt, du nimmst du Medikamente schon oder geht es so alles? Ja, sicher. Du nimmst Medikamente. Ich meine, die Zellen, die wagen mittlerweile zu wünschen übrig bei 220 T-Helferzellen. Ja. Ich meine, ich habe Angst davor, damit es ausbricht. Denn ich meine Angstattacken oder so, ich kann nicht mehr so unter Menschen gehen. Mhm. Ich weiß nicht, wir haben schon mal vor Monaten miteinander gesprochen. Mhm. Zum Thema, das habe ich unter Zwang getan. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Ja, die Stimme kommt mir schon bekannt vor. Ja, die ist so markant, um ja. Die ist so bekannt. Ich habe auch keine Angst, da so offen drüber zu sprechen, auch wenn ich weiß, dass der deine Sendung da verfolgt und ich gleich wieder genervt werde, wie ich damit überhaupt im Fernsehen gehen kann. Das heißt, ihr habt, also dieser, ich nenne ihn jetzt Täter. Das, für mich ist das ein Täter. Dieser Täter, du hast mit dem Täter noch ab und zu mal Kontakt oder gar nicht mehr? Er geht für mich einkaufen. Er geht für dich einkaufen? Klar, ich komme doch selber nicht raus. Ach so, ich dachte, eure Wege hätten sich dann völlig getrennt dann. Soweit haben die sich getrennt, bis auf die Einkäufe halt. Ach, das heißt, macht er das aus schlechtem Gewissen heraus? Vermute ich mal. Wie, er geht nur für dich einkaufen? Und das war's dann? Ja. Ihr redet auch nicht viel miteinander? Nö, wir rechnen ganz normal ab, ja, tschüss und gucken Weg. Wohnt er bei dir um die Ecke? Nee, der wohnt in Delbrück. Wie viele Kilometer ist das entfernt von dir? Von Duisburg aus kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Also Köln-Delbrück und Duisburg. Achso, Köln-Duisburg. Gut, das ist eine gute Autostunde, ne? Ungefähr. Also von mir aus gesehen ist das ungefähr eine Stunde bis Stadtmitte. Wie oft kommt er denn dann zu dir? Jeden einmal Tag? Einmal im Monat. Ach so, einmal im Monat. Also hast du den Eindruck, dass das irgendwie so eine Bußtat von ihm ist, dass er damit versucht, ein bisschen wieder was gut zu machen? Könnte man so sehen. Mhm. Wie geht es ihm denn körperlich? Er ist mittlerweile krank. Er ist mittlerweile krank. Hm.
Aber das ist ja auch eine ganz bizarre Beziehung, die ihr denn da habt. Wie lange läuft das schon mit dem Einkaufen? 6 Jahre. 6 Jahre. Da kommt dieser Mann, der dich angesteckt hat, einmal im Monat zu dir nach Hause und kauft für dich ein, stellt das Zeug ab, ihr rechnet ab und dann fährt er wieder. Ja. Das ist ja verrückt. Und der Knaller ist, er hat heute noch wieder einen neuen Partner. Mhm. Den hat er genauso angesteckt, da hat er auch nichts erzählt. Mhm. Ja, also. Das ist gehört, mir egal, ob der das jetzt da über den Fernseher oder bei. Ja, also weißt du, wenn ich sowas höre, dann gehört dieser Mann aber wirklich volle Kanne angezeugt. Volle das, Kanne. Wenn der so ein asoziales Verhalten an den Tag legt, ein kriminelles Verhalten an den Tag legt. Also der ist 13 Jahre älter wie ich. Manchmal glaube ich wirklich für das, was ich hinter mir habe, was ich eingestellt habe in der Vergangenheit. Ich bin genug bestraft worden. Warum dann auch sowas? So, das heißt, du bist aufgrund auch deiner seelischen Erkrankung oder seelischen Angeschlagenheit, sagen wir es so, quasi zum Frührentner geworden. Ist das? Ja, ich lebe heute von der Grundsicherung, 305 Euro Lebensunterhalt. Ja. Wie das nächste Jahr gehen soll, wenn die Steuern erhöht werden, frage mich besser nicht. Ja. Du gehst gar nicht aus deiner Wohnung raus? Doch, ein paar Meter, aber das ist nicht viel. Mhm. Ich habe ja in dem Sinne großartig niemanden. Gelegentlich ist die Telefonseelsorge beste, aber die sind auch in dem Sinne keine große Hilfe. Ich erinnere mal zwischendurch daran, dass du erst 34 Jahre alt bist. Ich weiß. Ich sag's noch mal so, um es mir noch mal vor Augen zu führen. Das heißt, durch diese Sache ist dein ganzes Leben in eine ganz bestimmte Bahn geraten. Ich habe ja gedacht, und jetzt erst recht, weil ich bin ja ein Kämpfer irgendwo. Mhm. Aber immer wieder macht die Psyche mir einen Strich durch die Rechnung oder die blöde Scheißlippschaft hier, wo ich mich drum, meine Verwandtschaft meine ich damit, weiß. So, jetzt danke ich dir für deinen Anruf, Hans-Peter. Und da du nochmal das Stichwort Psycho gebraucht hast, darf ich dir nochmal ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, sicher darfst du mir das anbieten. So nebenbei kriege ich auch ein Autogramm von dir? Ja, natürlich. Weil ich Dauerfan bin. Ja, natürlich, sehr gerne. Für mein Tagebuch. Dann legst du auf, der Peter ruft dich an, mein Psychologe, und dem gibst du auch dann deine... Hans-Peter. Deine Anschrift. Alles okay, Gute, Hans-Peter. Dir wünsche ich noch viele tolle Sendungen, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Ja, herzlichen Dank. In diesem Sinne, bleib gesund. Alles Liebe, tschüss. Jo, tschüss. Ich habe mich angesteckt, so heißt unser Thema heute Nacht, 0800 220 50 50. Und hier ist Christine, und Christine ist 67 Jahre alt. Ja. Ja, hallo Christine, guten hallo. Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich danke. Ich war vor 23 Jahren, ich sage es nochmal, vor 23 Jahren in Spanien und habe mir eine schlimme Infektionskrankheit mitgebracht, und zwar eine Yersiniose. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist auch ganz selten. Was ist das? Das ist eine Infektionskrankheit. Die wird übertragen von Tierflöhen. Von Tierflöhen? Ja, wenn zum Beispiel das Hotel Tomaten auf das Buffet legt und die Tomaten sind nicht gewaschen, weil sie gut aussahen, und die ersparen sich die Arbeit mit dem Waschen, da kann man sich schon dran anstecken. Und deswegen sage ich das auch, dass sich viele, viele Menschen darüber im Klaren sind, dass sie nichts ungewaschen essen. Aber man weiß das ja manchmal nicht. Nein, natürlich nicht. Man geht ja davon aus, wenn man im Hotel ist, dass das auch gewaschen wird. Oder im Restaurant auch. Und da ist es, und im Restaurant geht man auch davon aus, aber manchmal ist es dann auch nicht gewaschen. Eben, und ich habe darunter zu leiden. So, erklär mir mal genau diese Infektionskrankheit. Was ist das für eine Infektionskrankheit? Ja, ganz, ganz toll weiß ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass es eine schlimme Infektionskrankheit ist. Welche Symptome hat sie? Also die Folgeschäden sind wahnsinnig starke Schmerzen. Ich bekomme hochdosiert Morphin und trotzdem immer noch starke Schmerzen. Wo sind die Schmerzen? In den Beinen, und zwar Nervenschmerzen. Nervenschmerzen in den Beinen? Jeder, der weiß, was Nervenschmerzen sind, kann mir das nachfühlen. Ich sage nochmal, vor 23 Jahren. Vor 23 Jahren, ich war damals 44. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das auch so kompliziert ist, dass jahrelang die Ärzte im Nebel gestochert haben. Nein. 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 Ich bin also, es war über Weihnachten, als ich da war. Und ich bekam da so Bauchschmerzen. Das war aber kurz, bevor ich nach Hause geflogen bin. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und dann bekam ich plötzlich noch so rote entzündete Stellen an dem rechten Bein. Und da hat es Klick gemacht bei meinem Internisten und hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Die haben mir erstmal Antibiotika gegeben, aber nur ganz wenig, für 7 Tage. Das ist genau wie bei der Dame vorhin mit der Borreliose, das ist ja viel zu wenig. Ja, ja. Dann hat man mein Blut in ganz Deutschland rumgeschickt, das muss ich schon sagen. Und zu Ostern ist das Ergebnis gekommen.
die Diagnose. Ach so. Das heißt aber, da bist du in gute medizinische Hände geraten? Erstmal ja. Und dann haben sie gesagt, so, das ist jetzt zu spät, jetzt können wir nichts mehr machen. Und haben mich wirklich hängen lassen. Aber denen war diese, wenn auch seltene, Infektionskrankheit bekannt? Ja. Und dann haben sie dich hängen lassen? Dann haben sie mich hängen lassen. Weil es wäre jetzt zu spät, mit anderen Medikamenten was zu machen. Was im Nachhinein Unsinn ist. Ja, natürlich. Das hätte, also wenn man da direkt weitergemacht hätte, hätte man dich heilen können. Wahrscheinlich. Das heißt, die haben dann gar nichts mehr gemacht, oder was? Ich bin dann hier in die Uni Hannover gegangen, in die medizinische Hochschule. Die haben gar nichts gemacht. Da bin ich eine ganze Zeit später, hatte man mir Greifswald empfohlen. Ich habe viele Unis angeschrieben, habe ich überhaupt keine Antwort gekriegt. Greifswald hat sich sehr gut benommen. Die wollten mir auch helfen, aber die Krankenkasse bezahlt das nicht. Und zwar geht es da um eine Immunglobulin-Therapie oder Interferon. Ich habe jetzt die große Hoffnung, dass mich vielleicht ein Arzt hört. Ja. Oder irgendjemand, der mir bei einer Studie bei einer Uni helfen kann. Ja. Lass mich noch mal eingehender fragen. In all diesen 23 Jahren, nach wie vielen Jahren nach der Infektion traten denn diese Beschwerden auf, die du gerade beschrieben hast? Sofort. Sofort. Das heißt, du hast wirklich seit 23 Jahren diese Beschwerden, diese Nervenschmerzen in den Beinen. Und bin jahrelang unterversorgt gewesen. Mein Internist hat mir mal gesagt, ich kann Ihnen nichts Schwereres geben. Das bekomme ich seit ungefähr 6 Jahren Morphium. Ganz hoch dosiert. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ja. Welche Nebenwirkungen hat das eigentlich, wenn man so über das so... Das Morphium hat die Nebenwirkungen mit der furchtbar starken Müdigkeit. Also es ist gar kein Leben mehr. Das heißt, du bist immer schlapp und möchtest schlafen? Immer nur schlafen. Wenn du es ganz absetzen würdest, könntest du es gar nicht aushalten? Nein, ich kann es auch so kaum aushalten. Trotz des Morphiums? Trotz des hohen Morphiums. Ich habe eine Pumpe und habe noch einige Pflaster. Eine Pumpe heißt, erklärst du kurz? Auch mit Morphium. Ja, das heißt... Erklär du es, was? Die geht automatisch. Die wird jeden Tag so und so viel abgesendet. Ja, die hast du so irgendwie am Die habe ich implantiert. Implantiert und dann drückt man drauf, oder? Nein, gar nicht. Ach, die macht es automatisch, wie du gerade gesagt hast, ja. Und die muss immer wieder nachgefüllt werden. Alle 10 Wochen. Ja. Und also, trotzdem noch einige schwere Kaliber von Morphinpflastern. Ja, also das verdeutlicht ja schon, welche Schwere diese Erkrankung hat. Kannst du diese Krankheit weitergeben eigentlich an jemanden? Nein, das nicht. Die ist nicht ansteckend. Nein. Du hast die Hoffnung, dass du durch diesen Auftritt hier bei mir, durch das Gespräch, einen Mediziner, eine Hochschule, vielleicht ein Forschungsinstitut findest? Irgendjemand, der mir helfen kann. Sagst du nochmal den Namen der Infektionskrankheit? Yersiniose. Das wird vorne geschrieben mit einem Y. Ich glaube, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, jetzt das die sofort das. Verstanden haben. Ja. Yersiniose. Du hättest gerne Kontakt mit einem Wissenschaftler, einem Arzt, der sich damit beschäftigt. Ganz egal wer, Hauptsache er hilft. Okay, dann sage ich, wenn dieser Aufruf jetzt irgendwo angekommen ist, dann melden Sie sich oder meldet ihr euch doch bitte bei uns, entweder über die Mailadresse domian@wdr.de oder schreiben Sie WDR-Redaktion Domian 50 600 Köln und wir reichen das natürlich sehr, sehr gerne an die Christine weiter und helfen da, wo wir helfen können. Liebe Christine, das mehr kann ich nicht machen. Aber wer weiß, vielleicht ja. Passiert ja. Und nochmal an alle Urlauber und so weiter, dass sie ja aufpassen und nichts Ungewaschenes essen. Also mich selbst wenn man im Hotel ist. Ich war im Hotel und habe nirgends anders gegessen. Das möchte ich nochmal fragen. Das ist ganz klar zurück rekonstruiert. Das muss daher gekommen sein. Ja. Ich habe vorher nichts gehabt. Wenn du sagst, die Tierflöhe, kann es nicht sein, dass irgendwo ein freilaufender Hund irgendwie in deine Nähe gekommen ist und dein Bein gestreift hat und irgend sowas? Könnte das sein? Nein. Also die Tomaten, dass diese Flöhe so auch... So haben mir das die Ärzte alle erklärt. Ach, so haben die erklärt sogar. Ja. Ja. Versetzt mich auch in eine gewisse Panik, wenn ich mir das vorstelle, wie leicht man sowas bekommen kann. Eben. Ja. Also Christine, du hast mein Wort, wenn hier was Gutes und Interessantes rankommt bei uns, reichen wir es natürlich sofort dann nicht weiter. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Andrea ist hier. Andrea ist 39 Jahre. Guten Morgen. Buonanotte, Domian. Hallo, Andrea. Was hast du gesagt? Buonanotte? Buonanotte. Das ist... Italienisch. Italienisch, genau. Was zögere ich da noch? Andrea, um welche Krankheit geht es bei dir? Es geht um Krätze. Um Krätze? Krätze. Das ist auch unangenehm. Ja, sehr unangenehm, ja. Und zwar vor
Ja, 12 Jahren war ich im Urlaub gewesen mit meinem damaligen Verlobten. Mhm. In Portugal, Nazaré, wunderschöne Orte in Portugal, 150 Kilometer nördlich von Lissabon. Mhm. Ein gemeinsamer Freund hat uns dann überraschenderweise besucht. Ja. Wir haben 2 Wochen wunderschönen Urlaub verlebt und was sollte ich jetzt sagen? Genau, wir wollten dann noch 2 Tage in Lissabon verleben, wir hatten aber nicht allzu viel Geld. Ja. Haben wir dann uns ein billiges Hotel ist vielleicht untertrieben, gesucht. Es war kein Fenster da, es waren nur 2 Betten da. Ja. Mit Wolldecken. Ja, und da haben wir uns dann entdeckt. Da hast du es dir geholt. Ja, genau. In diesem Hotel, in diesen schmuddeligen Betten. Genau. Mhm. Mhm. Und das hat sich dann, als wir dann in Deutschland wieder waren, ich war wieder im Büro gewesen. Meine Kollegin sagt nur, Andrea, was juckst du dich andauernd? Ich krieg schon zu viel, hast du die Krätze? Mhm. Auf gut Deutsch. Ich sag, Quatsch, kann doch nicht sein. Vielleicht sollten wir mal kurz sagen, was Krätze ist. Krätze ist eine... Ja, wenn ich das wüsste. Also ich weiß nicht, den medizinischen Ausdruck... Nee, das müssen wir gar nicht so... Ich glaube, das ist einfach so erklärt. Das ist eine Milbenerkrankung. Genau, das sind Milben. Das sind Milben, die sich in der Haut... Die legen die Eier unter der Haut. Unter der Haut, in Gängen unter der Haut. Genau. Und sieht so aus, ein ekelhafter Juckreiz. Man juckt und juckt, bis es blutig wird und man fängt an einer Stelle an und dann am ganzen Körper. Das ist so... Und sind am ganzen Körper dann auch solche roten Quaddelstellen? Quaddeln, blutige Stellen, man kratzt sich blutig und man weiß gar nicht mehr, wo man aufhören oder anfangen soll. Diese Milben, die sich unter der Haut fortbewegen oder die ihre Eier in der Haut legen, die kann man nicht sehen, die sind zu klein, ne? Nein. Nun meine ich aber mal gelesen zu haben, dass man Krätze eigentlich relativ gut behandeln kann, oder? Ja. Wir haben das auch gut behandeln können, nur das Beste ist, wir wohnen in einer Kleinstadt. Ja. Ich habe dann einen Termin beim Hautarzt gemacht, ich musste arbeiten. Die Jungs haben dann einen Tag vorher den Termin gehabt und die gleiche Story. Und ich kam dann als Dritte dann dran, also einen Tag später. Und klar, Hotel Lissabon und natürlich war das Thema, ist klar, das würde ich jetzt auch sagen. Und das war natürlich nicht ganz so witzig, aber wir bekamen eine sehr, sehr gute Salbe. Ja. Der Arzt hat uns dann auch gesagt, jeden Tag Bettwäsche wechseln, auskochen und das nach einer Woche war das auch ausgestanden, aber es war nicht gerade... Also man kann das mit Medikamenten, dann kann man die abtöten, diese Ja, das Tiere. War eine, irgendwie so, ja, so eine Salbe und ja. Da hat man sich dann mit eingeschmiert nach dem Duschen. Kombiniert mit guter Hygiene, du sagst die Bettwäsche, wahrscheinlich auch die Kleidung jeden Tag wechseln und waschen. Wechseln und Bettwäsche auskochen, Handtücher auskochen, Socken wechseln und auskochen und genau. Wie ekelhaft, ne? Wenn man sich vorstellt, dass man sich das in so einem... In so einem ich kriege jetzt schon wieder einen Juckreiz, aber... In so einem Hotel... Hotel war es ja nicht, das war ein ganz billiger Absteiger. In so einem Absteiger, ja gut. Vielleicht kann man sich das aber auch in einem durchaus Mittelklasse definierten Hotel holen. Man weiß das ja gar nicht. Ja, denke ich mal. Also sah das denn so aus, dass kennt man so aus Filmen, wenn die Leute sagen, er hat die Krätze und an den Händen ist das so. War an den Händen auch so? War das so pustelig? Überall. Innenflächen, Außenflächen und Arme, Beine, Ober- und Unterkörper, alles war einfach nur ätzend. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. War das dann so, dass das bei euch da im Ort dann gleich rumging? Und das natürlich, vor allen Dingen die Arzthelferin war eine ehemalige Klassenkameradin. Ja, klar. Das ist so wie Läuse und Flöhe, da hat man gleich so einen Makel weg. Ne? Ja, klar. Ja. Dann mit 2 Männern im Urlaub und ist klar. Ja, ganz genau. Aber das ist eine unangenehme Erkrankung, aber eine harmlose Erkrankung, weil wenn man sie diagnostiziert, kann man das relativ schnell hinkriegen. Genau. Und dann, ich glaube, man kann nur vorbeugen, indem man sich sehr vorsieht. Dass man vielleicht eben nicht in die Absteigen geht. Nein, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch mal Dokumentation gesehen, die haben Matratzen gefilmt und da waren die Milben auch drin und dann vergrößert. Mhm. Ja, und genau so war es dann halt. Mhm. Und, Wobei ich glaube, dass in jeder Matratze sind Milben, so wie überall Milben sind, aber in einem Maß, womit man so leben kann. Ne? Genau, richtig. Ja. Lieber Andrea, danke für deinen Anruf. Ja, bitte, und demnächst immer nur in sehr sauberen Hotels absteigen. Ja, das sowieso. Und alles, auch all inclusive. Ja, ganz genau. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, dir auch. Tschüss, ne? Andrea. Ciao. Juhu. Ja. So, meine Lieben, das war unsere Sendung.
Ich habe mich angesteckt. Wir haben einiges erfahren, einige interessante Sachen. Hoffentlich können wir auch einigen Leuten weiterhelfen. Das wäre sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Macht's gut. Tschüss.